Jo, hallo, hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Derzeit liefere ich leider nicht so viele Videos, weil mein Gesundheitszustand das leider nicht so zulässt. Ich hatte eine Angina bzw. eine Mandelentzündung und das bringt leider dann mit sich, dass da die Stimme komplett weg ist und auch dann ein bisschen alles so und sonst was ist. Ihr kennt das ja sicher. Fieber und solche Kombinationen. Auf jeden Fall, jetzt langsam geht es wieder aufwärts. Deswegen nehme ich hier jetzt auch ein Video auf und will halt meine wöchentlichen Videos bringen, damit die Leute nicht meinen, ich höre komplett auf damit oder so. Das soll natürlich nicht sein. Was gibt's denn da zu sagen? Ja, Red Dead Redemption ist am Weg. Das Spiel lässt sich nicht aufhalten. Bald kommt's. Das erste Monat wird es nur offline sein und später wird erst der Online-Modus dazu kommen. Das wird wieder ein Mega-Run auf das Spiel werden. Was fällt mir noch dazu ein? Naja, nicht viel mehr zu Red Dead, eigentlich eher nur zu meinem Privatleben. Verpasst unbedingt nicht am Sonntag, den 21.10. spielt FC Gänserndorf Süd gegen Untersiebenbrunn das Duell der Giganten. Ich glaube, gemeinsam haben sie bis jetzt 6 oder 7 Tore geschossen, zusammen kriegt 165. Also es könnte recht spannend werden. Wir werden es sehen. Und was fällt mir noch dazu ein? Naja, eigentlich zu Untersimbrunn fällt mir noch ein. Ja, die Theatergruppe Felice da. Ich mache jetzt einfach Werbung. Die hölzerne Jungfrau. Freitag, den 26. Oktober in der Volksschule Untersimbrunn. Eintritt, freie Spende, Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr. Des Weiteren haben sie noch Termine am 27. Oktober, am 3. November, am 17. November und am 24. November einmal Untersimbrunn, Markgrafneusiedl, Obersimbrunn und Gänserndorf. Nicht verpassen. Und warum ich Werbung mache? Einfach weil ich es kann. Und weil ein paar coole Typen bei der Theatergruppe dabei sind. Solltet ihr nicht verpassen. Wenn ihr mal Lust habt, schaut es mal vorbei oder schaut es euch mal an. Ja. Eigentlich war es das soweit schon von mir die Woche. Nächste Woche werde ich wieder mehr machen. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder ein Heimwerker King Video bringen. Die Woche geht es jetzt leider noch nicht aus. Also wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche oder vielleicht so dazwischen irgendwann in alter Frische. Ciao, ciao!